Ja, hallo, ich bin's noch einmal mit einer kurzen Ankündigung von wegen Minecraft und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt ein bisschen herumgeforscht, also nicht herumgeforscht, sondern ich habe ausprobiert. Ich habe verschiedene Testaufnahmen gemacht, die werden nicht veröffentlicht, die sind auch schon gelöscht. Aber ich habe verschiedene Aufnahmemethoden versucht. Ich habe noch einmal nur mit Fraps aufgenommen, ich habe einmal mit Fraps und Nummer 23 Rekorder aufgenommen, ich habe einmal mit Fraps und Audacity aufgenommen. Das hat mir jemand vorgeschlagen. Nochmal danke für den Tipp. Aber leider hat keiner dieser Techniken etwas gebracht. Das Ganze war, wie immer, extrem asynchron. So wie man es ja von meinen Videos oder von meinen letzten Videos leider gewohnt ist. Und dann habe ich mal anders gemacht. Ich habe wieder mit Fraps alles aufgenommen, aber nicht Minecraft, sondern ein anderes Spiel. Und da ich noch viele Hintergrundprogramme laufen hatte, unter anderem zweimal Firefox und Twitter war auch noch auf und so weiter und so fort, hat das Ganze wirklich extrem gelaggt, aber es blieb die gesamte Zeit verhältnismäßig synchron. Also, ich hatte auch schon mal gelesen, dass es daran liegt, dass Fraps mit Java-Programmen nicht so wirklich klarkommt. Also mit Minecraft zum Beispiel, weil Minecraft ist ja in Java programmiert. Was ich schade finde, aber es liegt wohl anscheinend doch tatsächlich an Minecraft, dass das Ganze so schlecht läuft von der Synchronität her. Und mein Plan ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das durchsetze, aber ich überlege mir das noch. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt als nächstes erstmal noch einmal Left 4 Dead aufnehmen. In Left 4 Dead werde ich dann auch mal testen, ohne Unterbrechung aufzunehmen, sodass denn tatsächlich da vielleicht, ja, dass es da denn, dass ich dahin sehen kann, ob es tatsächlich an Minecraft liegt oder doch vielleicht an Fraps, so tonverzögerungsmäßig. Ja, das wäre dann so viel dazu. Also als nächstes wird wohl Left 4 Dead kommen. Das ist relativ sicher. Es sei denn, ich bekomme noch eine heiße Spur, wie das mit Minecraft-Aufnahme klappen kann. Ich könnte auch versuchen, das Ganze mit Camtasia oder Hypercam 2 aufzunehmen, aber ich glaube, das ist im Allgemeinen auch eher eine schlechte Wahl. Aber dazu kann ich Tests machen. Das kann ich ja dann alles mal so für mich ausprobieren, wie das Ganze läuft. Auf jeden Fall als nächstes wird dann Left 4 Dead kommen, denke ich mal, und dann gucke ich mal, wie Fraps da aufnimmt. Ja, wie gesagt, gucke ich dann, und wenn das läuft, dann wird Minecraft erst einmal, glaube ich, eingefroren, das Projekt. Es wird, glaube ich, noch nicht komplett beendet, aber es wird erstmal eingefroren. Ob ich tatsächlich danach noch weitermache, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich auch noch ein Video, wo ich das dann nochmal im Spiel selber sage. Vielleicht noch mache ich noch eine Testaufnahme oder sowas, was auch immer. Auf jeden Fall weiß ich auch ansonsten für die, die jetzt sagen, nur wegen Tonverzögerung brichst du Minecraft ab. Nein, ich hatte schon seit längerem vor, dass Minecraft relativ bald mal zu Ende geht, weil ich weiß einfach nicht mehr, was ich da machen soll. Ich weiß nicht mehr, was ich bauen soll. Das Einzige, was ich eigentlich mache, ist wandern und darauf warten, dass ein Update rauskommt, sodass ich euch Sachen davon erzählen kann und auch eventuell zeigen kann. Und das ist ein bisschen blöd. Deswegen wird jetzt erstmal wohl was anderes kommen. Wie gesagt, Left 4 Dead. Und ich glaube, also ich glaube, das wird dann auch erstmal soweit das letzte Projekt vom PC sein. Erstmal, ich weiß es aber nicht. Ich habe noch nicht so richtig geplant. Aber ich habe auf jeden Fall vor, dass ich mir Ostern oder so ein USB-Grabber kaufe, dann kann ich von einer PlayStation 2 aufnehmen und da habe ich viele Let's Plays geplant. Unter anderem von Jack and Dexter, Jack 2, Jack 3, eventuell den vierten Teil von Jack, dann Sly 1, 2, 3, eventuell auch Dino Crisis 2, vielleicht ein paar Crash Bandicoot-Spiele und all sowas. Mal sehen, was sich da noch so anfindet. Vielleicht, wenn ihr Bock habt, Star Wars Battlefront 2 oder so. Also, da steht wirklich vieles offen. Je nachdem, ja, wie das Ganze läuft. Also ich werde mir auf jeden Fall einen USB-Grabber holen. Wie genau das jetzt mit dem Uploaden von Minecraft, Left 4 Dead und anderen Sachen erstmal soweit ist, steht noch nicht fest. Das hier sind jetzt von mir nur Vermutungen, so ein paar Erzählungen, was ich mir gedacht hatte, was ich geplant hatte. Also, ja. Nicht alles, was ich jetzt hier sage in diesem Video, muss auch tatsächlich in Kraft treten, später stimmen und so weiter und so fort. Aber momentan ist das mein Plan. Ich weiß, das wird einigen
fast allen, verdammt vielen, nicht gefallen, dass ich mit Minecraft aufhöre, weil ich glaube, mindestens die Hälfte meiner Abonnenten, naja gut, das will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die Hälfte, ich vermute, mindestens die Hälfte meiner Abonnenten hat mich wegen Minecraft abonniert, weil mich auch wirklich verdammt viele über Minecraft Sven gesehen haben. Aber ich glaube, einige sind auch nicht so richtig die Abonnenten, die mich regelmäßig gucken, weil ich meine, ich habe über 200 Abonnenten und durchschnittlich 50 Views pro Video oder 60. Also von daher, aber trotzdem, ich glaube, Minecraft ist erstmal eingestellt. Wenn noch ein Minecraft-Video kommt, kommt noch ein Minecraft-Video, das seht ihr dann. Ansonsten, ja, wartet es einfach ab, was als nächstes kommt. Und ja. Ich hoffe, es deabonnieren mich nicht zu viele. Wenn ihr es wollt, dann macht's doch. Ja. Mit diesen netten Worten. Ein schönes Thema, finde ich wirklich. Verabschiede ich mich auch aus diesem Video. Das ist bisher mein längstes Ankündigungsvideo. Momentan bin ich knapp über 6 Minuten. Ja. Also. Verabschiede ich mich aus diesem Video. Und sage. Bis zum nächsten Video, von was auch immer das dann sein wird. Bis dahin, tschüss.